Ja, das mit dem Fokus hast du eh nicht raus. Das sind vom Universum Chancen, steht auch immer. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich wollte auch Danke sagen, dass Professor Schäfer mit dabei ist, der Geschäftsführer des FF-Vorsitzenden des Vergabeausschusses. Und ich finde es toll, dass ihr alle da seid. Und vielen Dank dass er uns diese Gelegenheit bietet. Und den Herrn Oberfußberger möchte ich auch besonders begrüßen, weil er derjenige ist, der diese 3D-Games umgesetzt hat und sich jetzt einfach auch euren Fragen und Anregungen jetzt auch stellen will. Und hier haben Sie einen bunten Mix aus unseren Games-Entwicklern. Zum Teil sind es auch Filmproduzenten, die ja auch mehr und mehr in den Bereich kommen. Also von daher haben Sie sozusagen die Quintessenz des bayerischen Game-Schaffens hier in einer Nutshell. Und die Vertretung von Region von Quebec, der Peter Freier, ist jetzt auch da. Den haben wir heute auch noch mitgenommen. Gut, ansonsten hat jeder ein Schiff und ihr seid alle eingeladen, euch gegenseitig noch besser kennenzulernen. Gut, wir machen es jetzt einfach so, dass alle nach hinten gehen und schon mal die Headsets bekommen und wir dann nochmal allgemein was sagen, aber wir wollten einfach nicht alle im Kalten stehen lassen. Uns auch vernünftig unterhalten können, beziehungsweise ich mich vernünftig unterhalten kann. Und dann gehen wir mit den Dingern zusammen durchs Bulliversum. Ich zeige ein bisschen das Konzept und auch, was wir da game-technisch versucht haben umzusetzen. Und im Anschluss haben Sie selber nochmal die Möglichkeit, im Bulliversum selber das ein bisschen aufzunehmen oder sich anzugucken. Und wir fangen dann kurz danach an, also nach unserer kleinen Tour, mit einer kleinen Show noch, die in 3D stattfindet. Und ja, da freue ich mich und dann gehen wir mal zusammen hinter, würde ich sagen. Mich wundert, manche Shows finden nur zu bestimmten Zeiten statt. Also immer die Augen und Ohren aufmachen. Das Konzept des Bulliversums war, wir haben hier eine Menge Inhalt. Bulli hat eine Menge Inhalt produziert in seinem Leben soweit. Und das war das.